Okay, jetzt geht er auf die andere Seite. Ich trete ihn und drehe mich um. Mach den da mal. Also ja, ich kann seinem Schattenfluch gut gegenheilen. Das heißt, ich kann den also seinem schwarzen Fluch entgegenheilen. Sollte ich aber auch jeden Fall auch jederzeit machen. So, schwarzer Fluch. Schattenblinzeln. Geht er jetzt wieder auf die ursprüngliche? Ja. So. Lakaibrecher, die sind nicht ganz so schwierig. So, jetzt wieder zu dir zurück. Ja, okay. Nein, ich riskiere es nicht. Ich nehme einen Heiltrank. Jetzt macht er sein Schattenblinzeln. Ach nee, hört auf mich zu blocken. Nein, nein, nein. Ah. Ich hasse euch. Ich hasse euch wirklich. Das musste jetzt echt nicht sein. Das hat echt nicht sein müssen, ihr scheiß Golems. Oh, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Jetzt kann ich laden. Jetzt ist die Heilerin down, er hat noch viel zu viele Lebenspunkte. Ich bin selber schuld, ich hätte da viel früher zurückgehen sollen. Eigentlich, sobald er anfängt, das zu machen, sollte ich in die Mitte gehen. Reicht das eigentlich nicht, wenn ich das hier mache? Also so. Ja, das klappt auch gut. So, und jetzt gehen wir in die Mitte. Ah! Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Ich hasse euch.
Genau. Jetzt erstmal euch wegmachen. So, jetzt muss ich dich heilen. Hier weiter Damage. So. Er portiert sich erst dahin und dann wieder an den Ausgangspunkt. Das habe ich mittlerweile gecheckt. Hör auf, meine Heilerin anzukeksen. Und ihr bringt ihn bitte um. Das, sondern das und dann wieder das. Okay, hier wieder Attentäter. Gut. Jetzt wieder auf Nervensäge drauf gehen. Gut, das sieht doch sehr gut aus. Komm, wir prügeln jetzt dich erst tot. Und dann da gar keinen. Oh. Was haben wir hier? Stärke, Beweglichkeit für Hagrim ist doch nicht schlecht. Okay. Oh, Level Ups. Level Ups für alle. Schildwall wäre nicht schlecht. Mehr Bedrohung ist auch nicht gut, schlecht. Das da nehme ich mal lieber fürs Erste. Bei dir. Warum nicht die Titanenfaust? Bei dir Baumform. Achso, das hatte ich schon freigeschalten hier. Das ist bei dir auch schon freigeschalten. Verbannen. Entfernen den negativen Effekt vom Ziel. Zeitloses Blühen. Ja, machen wir das mal. Und bei dir kauterisieren Angriffe, die dich auf 0 GP bringen, stellen
40% deiner gesamten GP wieder her. Hm. Nicht ganz so. Lieber Burn Baby Burn erstmal verbessern. Und ja, du kannst das jetzt einhändig tragen. Cool. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Waffe für dich. Oder ein Schild. Wobei, ein Schild habe ich nicht. Aber vielleicht finden wir was. So, auf jeden Fall haben wir hier den Weg geöffnet. Da geht es weiter nach unten und hier ist der Kartenraum. Ah, interessant. Okay. Das können wir so nicht öffnen. Da ist, wie gesagt, der Weg nach unten. Jetzt können wir uns ein bisschen umschauen. Ja, auf jeden Fall alles aufdecken. Hier aufdecken. Also ja, wenn man sich nicht total bescheuert anstellt, ist der Bossfight um einiges einfacher gewesen als der letzte. Ich frage mich jetzt aber ganz ehrlich, ob es noch mehr unsichtbare Wände hier gibt. Wie da zum Beispiel. Das hier doch mal. Okay, dann doch nicht. Höchstens von der anderen Seite, also von hier. Nein. Ach, da oben. Ha. Da könnte jetzt überall eine unsichtbare Wand sein, aber es ist nett, dass die Entwickler einen darauf hinweisen, dass da noch was ist. Oder ich weiß auch, welches Rätsel hier gelöst habe. Das hier war der Raum. Oder wir drücken einfach das Knöpfchen. Hm. Oh. Beweglichkeit und Willenskraft minus, Ausdauer minus. Wäre fast eher was für ihn. Mehr Ausdauer. Nee, machen wir es andersrum. So. So. Wir nehmen aber nicht den schnellen Weg nach unten. Aber ja, okay. Und ja, jetzt wo ich die Karte habe, nutze ich die Zeit, mich noch umzusehen an Orten, wo ich mich noch nicht ganz so umgesehen habe. Wo noch was etwas sein könnte. Zum Beispiel, ja gut, hier nicht unbedingt. Ich weiß halt auch nicht, ob wir durch unsichtbare Wände einfach durchgucken können. Achso, der Teleporter. Das kann ich einfach öffnen, das ist gut. Ja, hier haben wir eine Ecke vergessen.
Das ist das Gitter. Und ja, hier haben wir sehr viel nicht erkundet. Also sich schon in die richtige Richtung drehen. So. Hier könnte es höchstens an der Wand was geben. Dann gehen wir hier mal rum. Gehen wir da in den Raum rein. Ich glaube aber, das war der Raum mit dem Teleporter. Also ja, da ist das Gitter. Das haben wir aufgesammelt. Ja, Teleporterraum. Hier gibt es nur die Ecke. Da war nichts. Und hier war wirklich auch nichts. Na doch, ein Teleporter. Achso, das war der Teleporter. Gut. Wo hat mich der nochmal hingeführt? Ich glaube irgendwo... Ach ja, hier oben hin. Hey. Oh, kann ich aber auch nehmen. Bin ich schneller hier unten. In dem Raum könnte noch was sein. Auch die Wände nach Scheitern abgucken. Nö, hier ist nichts. Hier scheint auch nichts zu sein. Okay. Du bist kein Secret-Knopf. Das heißt, das Einzige, was ich noch ausprobieren kann, ist der Raum hier. Ja, Tatsache. Okay, wird einem nicht angezeigt. Hä? Oh. Ein Stück Käse. Eine... Hose für sie. Nee, hier ist nichts mehr, oder? Jetzt guck mal, sieht von hier, von außen sieht man den dunklen Schimmer durch, aber von hier sieht man nichts. Ja, und ich sag immer wieder, diese Wände kommen, solche Säulendinger kommen irgendwie komisch vor. So. Das wäre jetzt so das Einzige, wo ich noch ein Secret vermutet habe. Hier oben vielleicht noch, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in den Bossraum zurück. Da jeder die Aufnahmesession zu Ende ist und vor der nächsten Aufnahmesession gucke ich mal. Weil was mich stutzig macht ist, es ist wieder mal ein Gebiet ohne zweite Karte. Kann ja gut möglich sein. Wobei ich das immer da gemein finde, sie geben in den meisten Gebieten Karten. Also zwei Karten. Eine, die die Karte aktiviert und eine, die das Gebiet aufdeckt. Wobei das immer irgendwie blöd ist, dass man die Automap erst dann hat, wenn man eine Karte kriegt. So. Bossfightraum. Und das ist dann das perfekte Timing für einen Cut. LP 021.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.